Also erstmal mein Elternhaus, Papa beim Militär, Mama bei der französischen Armee. Die Kindheit war toll, fand ich. Meine Eltern haben zwar nicht immer so Zeit gehabt für mich, weil wie gesagt, mein Papa, der Militär ständig in andere Kasernen und meine Mama, je nach Dienst, war sie unterwegs mit ihrem, wie hieß es früher, Stadtkommandanten. Da war ich bei den Großeltern, die waren ja in Tübingen, konnte ich rüberlaufen. War eine schöne Zeit. Also ich möchte es nicht missen. Teilweise ein bisschen streng, der Papa war schon ein bisschen streng, der Opa manchmal auch. Aber ich glaube, geschadet hat es nichts. Mein Opa war Berufsoffizier bei der Wehrmacht, Berufssoldat bei der Wehrmacht. Und nach dem Krieg, nach der Gefangenschaft, ging er dann zum Daimler. Die Zeit von meinem Großvater, wo er in der Wehrmacht verbracht hat, da hat er, ich kann, soweit ich mich erinnere, so gut wie nie gesprochen. Ihr habt bloß einmal gefragt, würde ich das Gleiche nochmal machen? Und er hat gesagt, nee, das würde er nicht mehr machen. Das war der Kommentar dann zu allem. Und damit war, wie üblich, das Thema Vergangenheit von ihm erledigt. Für mich war das selbstverständlich, dass ich zur Armee gehe, und zwar immer zu den falschen Mägern. Also wenn man zu mir gesagt hätte, du musst für die Sanitäter gehen, wäre ich nicht, dann hätte ich es verweigert. Das war auch mal das Thema, wo ich dann gemustert worden bin, zwischen meinem Papa und meinem Großvater. Habe ich gesagt, Leute, ich sage es euch ehrlich, entweder kriege ich das und das bei der Armee oder ich lasse es. Und haben beide gesagt, das ist deine Sache, das musst du entscheiden, da können wir nichts sagen dazu. Also das sind beide, obwohl sie Militaristen waren, bis zum Kragen rauf, waren beide so weit, dass sie gesagt haben, wenn du gehst, ist gut, wenn du nicht gehst, ist auch gut. Bist gemustert worden und dann hast du irgendwann das Alter gehabt und Schule fertig oder andere haben den Beruf, was auch immer, fertig und dann bist du einzogen worden. Der erste Tag bei der Armee, Chaos ohne Ende. Keiner hat gewusst, wohin. Und dann hast du Berge von Klamotten gekriegt. Jeder hat sich gefragt, wann soll er die mal anziehen. Und dann musste es auch noch alles auf einmal tragen. Und irgendwann nachts um 11 durfte ich dann mal, glaube ich, dich mal hinsetzen. Das war so der erste Tag, das werde ich nie vergessen. Dieses endlose Geschrei die ganze Zeit. Und dann nach dem Motto, ihr wisst ja sowieso, was er machen muss, warum macht er es dann nicht? Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Ein Bettenbau, ich weiß zwar, wie man ein Bett macht, bis dahin wusste ich, dass ich ein Bett mache. Ab dem Moment wusste ich, dass ich die ganzen Jahre das Bett falsch gemacht habe. Wenn man es ganz genau nimmt, hätte ich sollen an dem Tag schon weggehen wieder. Hätte ich mich sollen umdrehen und hätte sollen sagen, ihr könnt mich alle im Arsch lecken. Ich denke mal, ich sage es mal ganz, obwohl ich bin 52, aber die Jugend von heute, die wird sowas nicht mehr durchmachen, mitmachen. Aber da hast du angefangen, wie die uns allmählich anfangen zum Schleifen und zwar extrem hart machen. Da hast du schon gemerkt, wie die einen hart machen können. Ich wollte es einfach warten. Ich habe da, das war vielleicht auch ein Fehler, ich habe da gar nicht weitergedacht. Erstmal hin, sieht man dann und dann, ja. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ein Leben führe. Ja, ich sage jetzt mal, morgens um 7 gehen wir ins Büro. Um 12 gehen wir in die Kantine und um 1 arbeiten wir weiter. Und um 4, 16 Uhr ist dann Feierabend. Das war, nee. Also erst einmal, Schreibtisch ist nichts für mich. Aber wo kriegt man heutzutage noch richtige Abenteuer her? Das war dann schon, dass man guckt hat, dass man, okay, ich gehe da mit dem Auslandseinsatz hin. Was erwartet mich dort? Das war dann immer die Frage. Und im Prinzip war es dann immer so, wie man sich vorher vorgestellt hat. Man kommt an auf einer Landebahn, die besteht nur aus Sand. Du kommst in einen Sandsturm rein von dem Propeller, von der Transportmaschine. Du fährst auf LKWs, fährst dann irgendwann in ein Camp rein und liegst irgendwann auf einem Feldbett, auf einem Sandboden. Und wenn die Zeltwand auf ist, der Wind fährt rein, dass alles mit Sand bedeckt ist. Du fährst mit Panzerwagen durch die Gegend. Ja, das war, so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Das Somalia, das war der Einsatz, wo er angefangen hat, dass jetzt bist richtig Soldat. Vorher war ich ja bloß ein Friedenssoldat. Ja. Ein bisschen auf der Welt rumgefahren, hast da eine Ausbildung gemacht, dort eine Ausbildung. Jetzt bist richtiger, oder jetzt kommt das Soldatensein richtig auf dich zu und das war ja auch. Ich meine, wir haben es natürlich nicht so hart gehabt wie der Großvater oder wie man es immer liest von früher. Wir haben keinen Stellungskrieg gehabt, aber da war es zum ersten Mal dann so, dass wirklich jemand auf dich geschossen hat, und zwar mit scharfer Schuss. Also sprich, nicht bloß mit Gummigeschossen oder mit Platzpatronen, wo bloß Peng machen. Und das Ding, wenn es dich trifft
Und es trifft nicht unbedingt auf deine kugelsichere Weste, zum Beispiel den Oberschenkel rein, dann reißt das der Oberschenkel durch, Arterie ist durch, du verblutest, oder wenn du viel Pech hast, zwischen Helm und Weste. Da hast du entweder das Gesicht ein bisschen verloren oder das Leben ein bisschen verloren, je nachdem, wie du es verlierst. Da war es dann, ja, aber das ist auch nur Gewohnheit gewesen am Schluss. Du hast dich voll dran gewohnt, jeden Tag, wo du rausgehst, kannst du sterben. Und das ist reine Gewohnheit gewesen. Aber ja, mir hat es gefallen. Und mir hat es auch bis Afghanistan eigentlich nichts ausgemacht. Aber vielleicht war das Afghanistan bloß der springende Punkt. Das war vielleicht noch, ich sage jetzt mal, der Tropfen, wo das alles zum Überlaufen gebracht hat. Wo ich bis dahin gar nicht gewusst habe, wie es mir drin aussieht. Ich wusste es einfach nicht.